Die Hamburger Lenz-Siedlung. Fast 1200 Sozialwohnungen auf engstem Raum. In einer hat ein Schwerverbrecher sein Finanzzentrum eingerichtet. Ein Big Player im Drogenbusiness. Doch am Mittwoch nach Ostern kommen die Spielverderber von der Polizei, um den Geldbunker auszuräumen. In Mannstärke spazieren die Ermittler des Landeskriminalamtes 63 an diesem Tag bis vor die Wohnungstür. Nur einer der Beamten bleibt unten und klingelt. Genau jetzt. Tja, einmal bitte die Tür öffnen. Das LKA geht davon aus, dass in der Wohnung über 7 Millionen Euro an Drogengeldern gezählt und verpackt wurden. In nur 3 Monaten, von Dezember bis Februar. Der mutmaßliche Besitzer des schmutzigen Vermögens, Mansur Ismail, Spitzname Money. Laut Polizei einer der gefährlichsten Männer ganz Europas. Doch Money ist seit Jahren untergetaucht. Das soll sich jetzt ändern. Seit wenigen Tagen wird weltweit nach dem Deutschen mit den ägyptischen Wurzeln gefahndet. Sein Foto überall. Der 29-Jährige steht auf der Most Wanted-Liste von Interpol. Der Drogenboss, der jahrelang Millionen verdiente und dabei über Leichen ging, soll endlich angeklagt werden. Die Staatsanwaltschaft hat einen internationalen Haftbefehl erwirkt wegen des dringenden Verdachts der Anstiftung zum gemeinschaftlich begangenen Mord bzw. versuchten Mord. Hintergrund sind diverse Ermittlungserkenntnisse, insbesondere verdeckt geführte Ermittlungen, haben hier den dringenden Tatverdacht begründet. Zu Einzelheiten kann ich keine Angaben machen. Die Taten, die sie meint, sind spektakulär. In einer Shisha-Bar wird ein angeblicher Verräter hingerichtet. Und im Stadtteil Tondorf ein Audi-Fahrer mit zahlreichen Kugeln durchsiebt. Für die Ermittler ist er der Drahtzieher der brutalen Abrechnungen. Offenbar normal in der hanseatischen Unterwelt. Wir haben eine zunehmende gewaltbereite Drogenszene. Die Menschen sind bewaffnet und setzen immer häufiger diese Schusswaffen auch gegeneinander ein. Und es ist einfach nur eine Frage der Zeit, bis auch unbeteiligte Opfer dieser Taten werden. Bevor Mansur Ismail zum Mafia-Paten wird, lebt er im Westen Hamburgs. Über seine Biografie ist wenig bekannt, über seine engsten Freunde schon. Die Haus-3-Gang, eine Gruppe junger, bewaffneter Krimineller, benannt nach einem Jugendzentrum in Altona. Mittlerweile posieren die Nachwuchsgangster in Musikvideos und lassen sich in Hip-Hop-Songs abfeiern. Mit Haus 3, Digga, glaub mir, willst du nicht. Scheiß drauf, mit wem und auf welchem Film du bist. Wir sind korrekt, doch wenn's sein muss, kippe dich. Die Haus 3 Gang ist tief ins Drogengeschäft verstrickt. In der von Mansur Ismail beherrschten Schattenwelt gilt sie als die neue aufstrebende Macht. Über die Musik rekrutieren sie ihren Nachwuchs. Ismail Mansur, so glauben wir, ist einer der Drahtzieher, der auch hinter der Haus-3-Organisation steht und seit geraumer Zeit aus dem Ausland heraus Einfluss nimmt auf diese Organisation. Vor 4 Jahren flüchtet Mansur Ismail aus Deutschland. Das Landeskriminalamt hat ihn damals im Visier, sammelt jede Menge Beweise. Einer seiner Geschäftspartner ist Mehmet S., genannt Memo. Der Mann importiert mit seiner Bande Tonnen von Kokain über den Hamburger Hafen. Die Gangsterbranche kommuniziert über sogenannte Encrochat-Handys, eine Art WhatsApp für Verbrecher. Auch Mehmet S. und Mansur Ismail chatten miteinander. Ende März 2020 sitzt Mehmet S. auf einer großen Ladung Stoff. Seine Männer haben einen Container aus dem Hafen bekommen. Kurz darauf meldet sich Mansur Ismail mit einer Frage. Wie viel ist noch da? Genug, Bro. Pack dir morgen welche weg. Wie teuer, Abi? 27.500, Cash. Kannst du Foto schicken? Mehmet S. schickt ein Bild von einem Kilo Koks. Ein Beweisfoto auch für die Polizei, der es in die Hände fällt. Gegen den Gesuchten liegt ein weiterer Haftbefehl vor. Hintergrund ist da, dass ihm ein unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zur Last gelegt wird. Seit 2020 haben wir aber keine Erkenntnisse dazu, wo er sich aufhält. Die letzte Spur führte nach Spanien. Es gibt Hinweise, dass er von Spanien in die Türkei weitergezogen ist.
In Izmir fotografiert ein Autofan diesen Lamborghini Urus mit deutschem Kennzeichen. Ermittler glauben, dass Mansur Ismail mit dem Luxuswagen unterwegs ist. Während der Boss auf der Flucht ist, laufen die Geschäfte in Hamburg aus dem Ruder. Die einstigen Untertanen bereichern sich auf Kosten des abgetauchten Königs. Einer der mutmaßlichen Profiteure ist Terry Schneider. Er wird sein Handeln mit dem Leben bezahlen. Michaela Koch ist die Anwältin von Schneiders Familie. Sie spricht zum ersten Mal über das Verbrechen. Das Motiv ist offenbar eine Bestrafungsaktion im Drogenmilieu gewesen. Es hat sich also rauskristallisiert, dass der Geschädigte wohl Betäubungsmittel unterschlagen hat. Möglicherweise die demjenigen, der gestern auch groß durch die Presse gegangen ist, der Herr Mansur Ismail, dass die von dem geliefert werden sollten. Er hat sie unterschlagen und das war wohl eine Bestrafungsaktion. Es ist mehr als das. Es ist eine Exekution in der Öffentlichkeit. Eine Aktion, wie es sie in Hamburg seit Jahrzehnten nicht gegeben hat. Kurz nach Mitternacht sitzt Terry Schneider in einer Shisha-Bar in der Nähe des Hauptbahnhofs. Exakt um 0.30 Uhr betreten zwei maskierte Männer das Lokal. Sie wissen genau, wo Schneider sitzt. Von dem Geschehen existiert ein Video, das die Polizei beschlagnahmt. Die saßen da alle ganz entspannt, ganz ruhig, guckten hoch, da kommt jemand und dann fielen schon die Schüsse. Und man sieht also tatsächlich, wie die Schüsse fallen. Man sieht, wie der Terry Schneider zusammensackt und man sieht dann, wie die Panik ausbricht. Der Killer schießt Schneider in den Kopf und ins Herz. Das Opfer hat keine Chance. Eine brutale Abrechnung als Warnung an alle. Wer den Chef beklaut, der stirbt. Die Polizei startet sofort aufwendige Ermittlungen. In der Nähe der Shisha-Bar finden die Beamten eine schusssichere Weste, möglicherweise von den Tätern auf der Flucht weggeworfen. Die damaligen Schützen bzw. der Schütze und sein Begleiter konnten unbekannt entkommen. Und die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Auftraggeber dieses Mordes, dieses gemeinschaftlich begangenen Mordes, der jetzt Beschuldigte ist. Mansur Ismail soll die Tat aus dem Ausland befohlen haben. Offenbar hatte sich eine Frau aus seinem Umfeld in einem abgehörten Telefonat verquatscht. Der zweite Mordanschlag passiert im Osten der Stadt. Am 23. Januar letzten Jahres. Das Opfer Kaiser R. Der Drogendealer ist in seinem Audi Q8 unterwegs, als plötzlich ein Auto neben ihm auftaucht. Danach geht alles ganz schnell. 22 Mal feuert der Killer mit einer Maschinenpistole auf den Audi. 8 Kugeln treffen das Opfer, 2 davon in den Kopf. Aber der Mann überlebt, weil das Sicherheitsglas des Wagens den Geschossen die Wucht nimmt. Hintergrund der Attacke? Kaiser R. soll in ein Drogendepot von Mansur Ismail eingebrochen sein. Scheinbar wurde er dabei von einer Kamera gefilmt. Die Brutalität im Milieu ist neu für Hamburg, aber nicht überraschend. Es reicht nicht mehr nur, die Glock oder die Pistole zu zeigen, sondern sie auch einzusetzen, um auch Ansehen in der Community zu erlangen. Die Polizei geht davon aus, dass Mansur Ismail sein Leben im Untergrund durch Marihuana und Kokain finanziert. Sein Drogenring soll rund 15.000 Kunden in der Hansestadt beliefern. Rausch hat immer Konjunktur. Einer seiner wichtigsten Mitarbeiter war der Ägypter Ashraf A., hier links im Bild bei seiner Festnahme. Morgen. Was wird Ihnen vorgeworfen? Ermittler hatten die Mercedes-G-Klasse des Mannes verwanzt und so mitbekommen, wie er für Mansur Ismail die schwarzen Kassen füllte. Schätzungsweise 7 Millionen Euro in 3 Monaten. Auf seinem Handy finden die Beamten ein Video, in dem der Mann fast 800.000 Euro zählt. Wahrscheinlich hat er den Film seinem Boss ins Ausland geschickt. Mit der Verhaftung des vermeintlichen Buchhalters hofft die Polizei, dass sie den Drahtzieher im Hintergrund finanziell austrocknen kann. Das könnte schwierig werden. Mansur Ismail soll über enorme Reserven verfügen. Seit einer Woche läuft die Großfahndung. Bisher ohne Erfolg. Für 5.000 Euro Belohnung wird wohl kein Dealer den Boss verpfeifen.